Ich grüße Sie, liebe Zuschauer, zum heutigen JFT Live Trading TV zum Wochenabschluss hier, 6. März wieder. Es grüßt Sie, Christian Kemmerer. Wir wollen den Blick, wie schon in der Headline angekündigt, auf die USA werfen und hierbei speziell auf die Apple-Aktie, die, und es wurde bekannt und es wurde auch schon lange gemutmaßt, jetzt nunmehr hier ab dem 19. März im Dow Jones zu finden sein wird. Jawohl, Sie haben richtig gehört, die Apple-Aktie ersetzt die AT&T-Aktie sozusagen als Technologiewert der neuen Generation. Wird auch Zeit, dass der Dow Jones da hier auch noch mal ein bisschen beflügelt wird. Und ja, wir sehen die Apple-Aktie dann im Dow Jones und das ist durchaus eine Nachricht, wie gesagt, schon länger am Horizont zu sehen. Jetzt eben umgesetzt am 19.3. finden wir die Aktie dann im Dow Jones vor. Und die Apple-Aktie selber, wir hatten sie auch schon das ein oder andere Mal im Video bzw. als Analyse im JFD-Stream ganz exklusiv hier unverändert im Aufwärtszug. Was wir jetzt hier unlängst sehen im Tagesschart, ist auch eine sehr, sehr interessante Situation, denn wir hatten die letzten Tage eine Schwächephase erlebt. Die Apple-Aktie setzte hier, Sie sehen es, zurück. Gestern insbesondere ein relativer Tiefschlag, aber hier der Monatspivotpunkt 126,04, der Fingerabdruck des Vormonats vom Februar, hielt in Anführungszeichen dem Verkaufsdruck stand. Der Close war hier mit 126,34 ein Stück weit drüber. Und ja, heute sehen wir eine leicht positive Eröffnung in einem sonst schwachen Umfeld, aufgrund dessen, dass wir in den USA ja heute den USA-Arbeitsmarktbericht bekommen haben, 14.30 Uhr. Und der ist wesentlich stärker und besser ausgefallen als eigentlich erwartet. Also Arbeitslosenquote viel geringer, 5,5 statt erwartet 5,6. Zuvor waren es 5,7%. Auch die neu geschaffenen Stellen, ein exorbitanter Anstieg und es wurde eigentlich von einem gleichen Rückgang ausgegangen. Hier die Arbeitsmarktdaten ganz, ganz, ganz stark dabei. Und dazu auch hier mal kurz die Analyse zum DAX, die wir heute hier auf der Gottmore Trader Startseite platzierten. Will ich Ihnen kurz mal hier noch die Tabellen dazu zeigen. Sie sehen hier die Arbeitslosenquote und diese fällt eben seit Ende der Finanzmarktkrise, in Anführungszeichen, seit der Erholungsbewegung im März 2000. 9 hier kontinuierlich ab. Wir sehen hier unten die neu geschaffenen Stellen in einem Jahrzehnteblick. Auch hier sehen wir, dass sich hier die Tendenz fallen und das ist sozusagen der 3-Monats-Trend hier in diesem linearen Preisverlauf hier sehr, sehr signifikant zeigt. Wir sind hier deutlich über den Niveaus bzw. steigen über die Niveaus aus 2010, 2009 an. Und die Arbeitslosenquote, schauen Sie das an, wenn die Fed denn hier den US-Arbeitsmarkt als Indikation für mögliche Zinserhebungen, Zinserhöhungen, Zinsschritte positiver Natur, also Zinsanhebung eben sieht, dann, meine lieben Damen und Herren, kommen die wohl nicht dran vorbei, hier tatsächlich das umzusetzen, was sie im Sommer 2014 mehr und mehr manifestiert haben. Die US-amerikanische Notenbank hier eben mit Leitzinserhöhung. Und wenn Sie eben hier diesen Graphen sehen in Sache Arbeitslosenquote, sofern man diesem auch trauen kann, wie gesagt, Sie kennen ja hier die Mankos der Statistik, gerade auf Seiten der amerikanischen Institute, aber letztlich daran wird sich orientiert. Die Arbeitslosenquote ist klar fallend mit einem neuen Low heute erst und jetzt ist es eben so, dass man da durchaus davon ausgehen kann, dass die Märkte dies jetzt vielleicht auch schon gerade in Amerika vorausnehmen, also hier ein bisschen verschnupft reagieren. Das erklärt auch die leichten Abgaben bei den Indizes und den Aktien, bis eben auf die Apple-Aktie, die wir uns jetzt hier nochmal anschauen. Die hat sich nämlich, wie gesagt, hier oberhalb des Monatspivotpunkts und dieses Unterstützungsbereichs um 126, 127 Dollar gefangen und es sieht so aus, als würde die Apple-Aktie, ob mit oder ohne Zinsanhebung, hier weiter nach oben steigen wollen und das eigentliche Ziel findet sich hier an einer Hand, einer Fibonacci-Position im Bereich 147,30. Nichtsdestotrotz sehen Sie hier die Resistance-Level, also die Widerstandslevel anhand des Pivotpunktes des Vormonats und den kann mal auch direkt hier in den historischen Vergleich mal reinlegen in den Chart. Da sehen Sie hier sozusagen immer diese Pivotpunkte, das sind praktisch die Fingerabdrücke der Vormonate und hier mögliche Resistance-Support-Levels in deren Range, in deren Spanne sich die Aktie bewegen kann, Schrägstrich drüber ansteigen kann oder sich zumindest bewegen dürfte. Und das zeigt eben hier für die Apple-Aktie, wenn wir hier weiter nach oben rausziehen, das Potenzial von 136 Dollar, Schrägstrich 143,55 Support-Level bzw. vielmehr jetzt R. Resistance Level 2 und dann hier oben das Fibonacci Level. Das passt alles ganz gut zusammen, als dass wir die Apple-Aktie eben hier tatsächlich bald in diesen luftigen Höhen sehen. Wunderbar. Schauen wir aber mal auf den Index, dem Dow Jones nämlich. Der kommt hier tatsächlich verschnupft rein, eben wegen der Tatsache, dass Zinserhöhungen dem Markt Geld entziehen und sozusagen eigentlich Gift sind, denn man kommt dann auf die Idee, möglicherweise festverzinsliche Anlagen und dergleichen dem Aktienmarkt zu bevorzugen, aber da muss man natürlich ganz klar sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass die USA hier Zinserhöhungen im ja,
klaren Promillebereich durchführt, beziehungsweise vielmehr diese Würze im Promillebereich durchführen, aber eben nicht in vollen Prozentsätzen, also dass hier eine Leitzerzeugung auf 1, 2 oder 3% stattfindet, ist gar nicht vorstellbar. Ich vermute vielmehr leichte Anhebungen, also wirklich nur marginale Promillezinsschritte, um den Markt sozusagen hier auch nicht abzuwürgen. Und ja, grundsätzlich der Tenor, aber eben Zinserhöhungen sind ja eigentlich Gift für die Märkte, das quittiert der Dow Jones, aber Dow Jones geben hier im Stundenchart Intervall. Wir kommen hier direkt gerade von einem Supportbereich zurück, der sich hier knapp über 18.000 Punkten befindet, 18.035, 18.025. Das ist hier ein Level, okay, wenn wir das heute halten, also hier nicht nochmal signifikant, ja, insbesondere unter das Tief hier der vorbörslichen JFD 24-Stunden-Indikation gehen, das war hier 17.992, soweit will ich gar nicht gehen. Gehen wir lieber hier zu der Kerze, die hier frischer und aktueller ist. Das ist nämlich hier diese Kerze der Eröffnung und diese zeigt an, dass wir hier keine Tiefs mehr unterhalb von 18.035 Punkten machen sollten. Und wenn wir da per Stundenschlusspreis drüber bleiben, das passt auch ganz gut mit dieser Horizontallinie hier zusammen, dann kann hier durchaus eine technische Reaktion nach oben erfolgen. Und dieser einste Widerstand hier knapp 18.145 Punkte ist jetzt diese einzige Unterstützung, die frühere Unterstützung ist jetzt vielmehr das Widerstandslevel hier 18.145 Punkte. Und hier wäre technisches Potenzial bis eben in diesen Bereich anzusteigen. Neue Tiefs unter 18.35 oder speziell unter 18.000 wären hier höchstbärisch zu sehen. Da muss man hier eine ganze Etage tiefer schalten. Das wären dann hier Niveaus von 17.930, 17.900, die man dann erwarten dürfte. Oberhalb dessen, wie gesagt, kann jetzt eine technische Gegenreaktion nach oben doch durchaus erwartet werden, eben im Sinne, dass die Märkte nach wie vor irgendwie bullisch bleiben und auch nach weiteren Auftrieben schreien. Dennoch lässt sich hier klar erkennen, dass wenn wir hier zum Beispiel den DAX auch mal hinzufügen, als kleine abschließende Ergänzung, dann sehen wir hier diese Outperformance vom US-amerikanischen Markt im Vergleich zum DAX während der letzten Monats hier im Stundenchartintervall. Sie sehen, wie der DAX sich hier mal und mal hochschraubt. Und hier gab es noch so eine gewisse gleichlaufende Korrelation im Februar. Dann aber hier hat sich hier durchaus eine Schere gebildet, die sich mehr und mehr fortsetzt. Wir sehen hier, wie das auseinanderdriftet. Ja, DAX höchst bullisch, gar keine Frage. Und Dow Jones hier im Rückzug. Wer weiß, wie lange das so bleibt. Sie wissen ja, normalerweise ist es so, wenn Amerika niest, hat Europa gleich den Schnupfen. Amerika ist ja immer noch die Lokomotive in Sachen Aktienmärkte, Börsen und Tendenzen. Also insofern dürfte diese Schere sicherlich nicht allzu lange Bestand haben. Entweder nähert sich der DAX nach unten an oder der Jones letztlich nach oben, was dann wiederum den DAX wahrscheinlich auch weiter antreiben dürfte. Grundsätzlich, die Märkte bleiben spannend. Ich hoffe, Sie hatten eine spannende Woche. Dahingehend wünsche Ihnen jetzt ein ruhiges, sonniges Wochenende. Wenn Sie mögen, hören wir uns direkt am Montag wieder. Und ansonsten verbleibe ich bis dahin erstmal mit den besten Grüßen und sende einen auf bald in den Äther. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.